Gerade die Ereignisse im Ahrtal, am Rhein, aber auch die Waldbrände im Mittelmeerraum zeigen uns, dass wir was tun müssen. Der Weltklimarat hat uns das auch nochmal ins Stammbuch geschrieben. Wir müssen selbstkritisch sehen, dass wir vielleicht zu wenig getan haben. Wir müssen schneller werden. Wir können es gemeinsam schaffen, erstes klimaneutrales Industrieland bis zum Jahr 2045 zu werden. Daran möchte ich mitwirken, damit unsere zukünftigen Generationen, also die Generation meiner Söhne und deren Kinder, eine gesunde Welt haben werden. Wir werden das aber nur schaffen gemeinsam mit den Menschen, indem wir die Menschen mitnehmen, indem wir den Menschen die Möglichkeit schaffen, auch selbst klimaneutral zu leben. Dazu gehört es zum Beispiel, die energetische Gebäudesanierung weiter zu fördern. Es gibt aber viele andere Programme, die wir anstoßen sollten, damit wir gemeinsam für den Klimaschutz was erreichen können.